Ja, ich möchte das Dankeschön weitergeben, dass die Bürgerinitiative nicht ruhig gewesen war, sondern immer wieder zu hören war. Und auch ihr Anliegen, finde ich, mit sehr geschickten und sehr engagierten Aktionen immer wieder ins Bewusstsein gerückt hat. Wir stehen jetzt kurz vor den Entscheidungen, wie es weitergeht. Ich glaube, dass es am Schluss unter regionalplanerischen Gesichtspunkten beschieden und entschieden werden muss. Und ich bin optimistisch, dass wir eine Mehrheit gegen dieses Projekt in den regionalen Gremien bekommen. Das muss begründet werden. Man kann nicht sagen, hier ist einfach zu schöne Natur und ich bin einfach die freie Sicht gewöhnt, sondern es muss auch ernsthafte Gründe geben. Und ich glaube, neben diesen Naturschutzgesichtspunkten, neben dem Aspekt, dass der Boden ja hier an dieser Stelle ein besonders guter und auch für die Landwirtschaft wertvoller Boden ist, gilt das entscheidende Kriterium, das ist die Belüftung von Frankfurt. Als ich vor 20, 30 Jahren mit regionaler Planungspolitik angefangen habe, waren diese regionalen Grünzüge und die Klimatisierung, die Belüftung dieser Region war eine Selbstverständlichkeit. Und jetzt wird sie an einer so entscheidenden Stelle in Frage gesetzt und in Zweifel gezogen. Ich glaube, wir müssen betonen, dass das, was wichtig ist für die Belüftung dieser Regionen, für dieses Raums, gerade für Frankfurt, es notwendig macht, an dieser Stelle ein Nein zur Bebauung zu sagen. Und zwar ein Nein auf beiden Seiten. Nicht nur auf der Hochtaunus-Seite, sondern auch auf der Frankfurter Seite. Natürlich weiß ich, dass das nicht bedeuten kann, dass wir nirgends bauen. Wir müssen schon schauen, an welchen Stellen Bebauung möglich ist, wo es Chancen gibt, dass man ohne Natur und Landschaft, ohne die Klimafunktion zu gefährden, weitere Wohnungen errichten kann. Das müssen wir auch und dabei wird es sicherlich auch Einschränkungen geben. Aber man muss schauen, dass man es nicht an den Stellen macht, an denen der Schaden gewaltig ist. Und an dieser Stelle wäre der Schaden gewaltig. Man muss sich schon überlegen, was es bedeutet, an einer der meistbefahrensten deutschen Autobahnen an genau dieser Stelle einen Wohnkomplex zu errichten. Das ist schon relativ wahnsinnig. Und ich glaube, dass man das auch so sagen muss, ohne dass ich das Klima verschärfen will. Aber es ist ein schlechter Plan. Ich glaube, dass wir dieses Thema richtig in den Vordergrund gerückt haben. Ich fand die heutige Demonstration mit 3.500 Teilnehmern auch sehr ermutigend. An einem Sonntagnachmittag gibt es ja viele Dinge, die man tun kann. Und 3.500 Menschen haben gesagt, das hier ist so wichtig. Dafür investiere ich Zeit. Das halte ich alles für den richtigen Aspekt. Und das lässt mich optimistisch sein, dass wir innerhalb der nächsten 6 Monate auch die entsprechenden Entscheidungen in den regionalen Parlamenten treffen. In diesem Sinne glaube ich, dass wir diesen Stadtteil verhindern können, aber nur, wenn wir das auch argumentativ immer wieder unterstreichen. Herzlichen Dank.